Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ladidadum-di-dum. Hast du mit Menschen zu tun? Sprich sanft und trage einen großen Knüppel. Ein Hexer könnten wir hier immer brauchen. Rund um die Uhr. Pass gut auf dich auf. Wie geht's dann so? Ah. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Bei den Göttern. Halt durch, Fräulein. Bist du Jakob? Bei Fuß, Morhold. Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie in Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück. Weißt du... Keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist, die verfluchte Dame aus der Sage. Aber du könntest den Fluch brechen. Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben.
Verflucht noch eins. Da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luxfelsen. Lass mich raten. Aus Hereras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Holzfäller war schnell, merkwürdig. Die Weide steht allein, keine anderen Bäume in der Nähe. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Mhm. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luxfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Du musst auf den Luxfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich geb dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Beweg dich!
Komm schon! Oh, pass doch auf! Was für ein Tag. Mach langsam. Oh, sieh, meine Kleine. Du trägst es nicht mehr zu holen. Wenigstens ist das Wetter schön. Geh in die Fasanerie, da kriegst du was auf die Rippen. Eine Hütte, die der Hexe. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstielen. Interessant. Wermut, Schwefel, Hartheu. Riecht frisch. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Ein Pfeil, in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe, vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier?
Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden, hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luxfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte, war er hier? Ritter Garrett? Ja, er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der ersten Nacht bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Was, wenn ich dich freundlich bitten würde, den Fluch zu brechen? Garrett hat bekommen, was er verdiente. Und was mit seinem Flittchen passiert ist, war nicht mein Fehler. Gut, es ist also nicht dein Fluch. Aber du könntest ihn brechen, oder? Das könnte ich wohl. Doch warum sollte ich? Ich werde mich dir ergeben. Mich vor dir niederwerfen, wie Garrett in der Geschichte. Ich bitte dich inständig, mir zu helfen. Brich den Fluch, der Daphne in dem Baum gefangen hält. Als ich dich meine Hütte betreten sah, da dachte ich, das ist ein Mann, der sich niemandem beugt. Steh auf. Keiner, nicht mal ich, kann dem Mädchen die verlorenen Jahre zurückgeben oder das Leid lindern, das sie erlitten hat. Wir können sie nicht wieder zum Leben erwecken, aber ich verrate dir, wie du sie in Frieden gehen lassen kannst. Aber meine Hilfe hat ihren Preis. Eine Locke deines Haars. Woher weiß ich, dass du damit nicht einen Zauber auf mich wirkst? Ich brauche sie unbedingt für einen Zauber, der mich für alle Zeit vor dir verbirgt. Für nichts anderes. Du wirst mich nie wieder heimsuchen. Und du hast nichts zu befürchten, denn ich halte immer Wort. Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Haarlocke gehört dir. Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Maid davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte, dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garretts Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überreste verbrennen. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen.
eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Garets Überreste. Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist er irgendwo runtergefallen? Ich muss zum Baum zurück, den Fluch brechen. Los, lauf! Langsam, langsam. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Diese Hexe, sie ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tuch und Garets Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Ein letzter Blick geht in die 4 Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Osten kein Laut durch die Kälte dringt. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prangen. Beend die Wacht, er ist gegangen. Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Der Tag deiner Freiheit ist gekommen. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst.
mein Gareth, er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Gareth war bis zum Ende seiner Tage treu geblieben. Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber es sollte wohl nicht sein. Wir haben getan, was wir konnten. Das hast du gut gemacht. Hier, eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Wenn du mir nicht hilfst, wirst du es bereuen. Ich werde dich zwingen. Weißt du, was mich so richtig wütend macht? Geschrei und Drohungen. Besonders unter meinem eigenen Dach. Das wäre alles nicht nötig, wenn du kooperieren würdest. Wie sollte ich denn, wenn du sowieso bald tot bist? Akandal! Du hast mich besiegt. Die Tradition verlangt, dass ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen muss. Du weißt genau, warum ich hier bin. Also schön, ich helfe dir. Aber das Gürtel tut mir kein bisschen leid. Ich werde versuchen, den Fluch zu brechen, der ihre Seele im Baum gefangen hält. Warum sollte ich dir trauen? Ein Wort, das ich gebe, halte ich auch. Geh jetzt, lass mich allein. Den Rest krieg ich selbst hin. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir mein Wort gegeben und werde es halten. Leb wohl. Thank you.
Verflucht, wo zum Teufel ist Jakob? Er würde den Baum niemals freiwillig allein lassen. Ich muss ihn finden. Frisches Blut und eindeutige, tiefe Spuren. Jakob scheint geflohen zu sein. Vor seinem Hund. Moorhold? Wo ist dein... Verdammt! Ich sollte nach Jakob sehen. Verdammt. Die Hexe hat den Geist wie versprochen aus dem Baum befreit. Hat aber nicht gesagt, dass der Geist verrückt ist, voller Schmerz und Zorn. Er hat von der ersten Kreatur Besitz ergriffen. Dem Hund. Der hat Jakob getötet. Leb wohl, ritterlicher Holzfäller. Schade, dass es so enden musste. Das Leben ist kein Märchen. Doch die Leute müssen an etwas glauben. Um den Fluch kümmere ich mich ohne deine Hilfe. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen. Einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Und? Du hast die Hexe getroffen, ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Daphnes Tuch. Wir nehmen es, um den Fluch zu brechen. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich 4 Feuer für die 4 Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Die Welt um dich, sie dreht sich weiter. Der Südwind trägt herbei das Licht. Der Ostwind im Herbst den Sommer bricht. Der Nordwind den Winter zu uns bringt. Der Westwind voll Sehnsucht deinen Namen singt. Daphne, kehr wieder, so unbedingt.
Höre mich, die du unter der Rinde verborgen bist. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Sieh nur, ein Tuch, der Beweis eurer Liebe füreinander. Verfickte Feenflügel! Was ist denn hier passiert? Mein Fehler. Ich habe den Fluch auf die falsche Art gebrochen. Ich habe sie aus ihrem Gefängnis gezerrt, nicht befreit. Der Schock war zu groß. Er setzte ihren Zorn und Schmerz frei. Heilige Scheiße! Das hat man davon, wenn man einen Pfuscher beauftragt! Zumindest ist ihr Schmerz verflogen und sie muss nicht mehr im Baum leiden. Nimm dein Geld und verzieh dich.